Hallo und herzlich willkommen bei Testen mit Kopf. Heute präsentieren wir dir 5 Dinge, die du über den Tinku Floorwon S5 Pro 2 wissen solltest. Der Saugwischer verhilft dir zu mehr Freizeit. Warum das so ist? Weil der Tinku Floorwon S5 Pro 2 nicht nur wischt, sondern dabei auch saugt. Das heißt, ihr könnt euch das lästige Saugen vor dem Wischen ganz einfach sparen. Der Tinku nimmt einfach alles, was auf dem Boden liegt, mit und befördert es in seinen Schmutzwassertank. Doch das Gerät kann nicht nur Saugwischen, es hat sogar einen reinen Saugmodus. Legst du dir einen Saugwischer zu, bedeutet das auch ein Plus an Komfort. Wer zum Beispiel Fliesen mit einer etwas raueren Oberfläche hat, weiß, dass das Wischen darauf ziemlich anstrengend werden kann. Da fließt schon der ein oder andere Schweißtropfen. Mit dem Tinku ist das vorbei, denn das Gerät gleitet mühelos über den Boden. Wer den Tinku hat, muss also nie wieder händisch den Boden schrubben und schon gar nicht mehr auf die Knie gehen. Selbst derart hartnäckige Flecken wie unseren eingetrockneten Ketchup hier bekommt der Saugwischer weg. Das dauert zwar einige Zeit, aber ihr müsst euch dabei überhaupt nicht anstrengen. Außerdem muss nie wieder ein schwerer Wasserkübel umhergeschleppt werden und so wird auch garantiert nichts mehr verschüttet. Das hat auch zur Folge, dass du nie wieder mit den Händen in das schmutzige Wischwasser greifen musst oder das Wischtuch auspressen musst. Außerdem hat der Tinku auch eine Selbstreinigungsfunktion. Das heißt, du musst weder einen Wasserkübel auswaschen oder auch nur die Waschmaschine für das Wischtuch anschmeißen. Wir wollen hier aber nicht nur Positives erzählen, es gibt auch einen Nachteil, und zwar sind mit einem solchen Saugwischer einfach nicht alle Stellen erreichbar. Wir sprechen hier ganz explizit von der Reinigung unter Möbeln. Man kommt nämlich nur ein paar Zentimeter unter Möbelstücke. Das Gerät lässt sich einfach nicht stark genug abflachen, um weiter darunter reinigen zu können. Ein positiver Aspekt ist, dass man das Gerät deutlich häufiger als den herkömmlichen Wischmopp zur Hand nimmt. Das können wir aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Das Gerät steht einsatzbereit in seiner Station. Alles, was wir tun müssen, ist Wasser in den Tank zu füllen. Das heißt, die Hemmschwelle, zum Gerät zu greifen, ist viel niedriger, als sie das beim klassischen Wischmopp mit Wasserkübel war. Der Hund hat schmutzige Pfotenabdrücke hinterlassen, die Kinder haben die Cornflakes-Schüssel mit Milch vom Tisch gestoßen, wir gehen und greifen zum Tinku. Ansonsten hätten wir uns wohl eher einen Schwamm genommen und die ganze Säure händisch beseitigt. Das heißt, man ist hier viel flexibler und nimmt den Tinku garantiert auch öfter für einzelne Räume zur Hand. Außerdem ist das Reinigungsergebnis hygienischer als mit einem klassischen Wischmopp. Das liegt an der konstanten Schmutzwasserabsorgung des Geräts. Gearbeitet wird immer mit frischem Wasser. Hier sehen wir den Frischwassertank. Dabei gibt es eine eigene Ultrafunktion, wobei das Leitungswasser durch Elektrolyse in eine natürliche Reinigungslösung verwandelt wird. Das trägt nochmal zu mehr Hygiene bei. Und hier noch der Schmutzwassertank, wo schlussendlich alles landet, was der Tinku einsaugt und auch vom Boden löst. Mit einem klassischen Wischmopp hingegen geht ihr immer wieder mit dem bereits verschmutzten Wasser über den Boden. Es kann also nie so sauber werden. Interessant ist dabei, dass der Tinku das Wasser nicht vor sich auf den Boden sprüht, er gibt es über seine Bürstenwalze ab und saugt es dahinter einfach wieder ein. Falls ihr mehr sehen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal. Ansonsten haben wir euch hier auch das ganze Testvideo vom Tinku Floorwon S5 Pro 2 verlinkt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.